Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig, Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu, aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Oh. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, mit okay? Seinem Schiff. Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Matt ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate! Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry, Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht! Sorry, ich... dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter, dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Wollte ich gerade sagen. So, hallo. Gerade die Katze hier. Was findest du, ne? So, bisschen spielen wir noch. Genau. War auch nicht mehr allzu lange. Heute mal ein bisschen weniger. Da haben wir bis maximal 19 Uhr. Dass ihr so auf drauf einstellen könnt. Können wir hier auch nochmal. Oh. Falsche Taste, sorry. Können wir auch nochmal Binds lesen. Mit jedem Charakter. Haben wir ja eben schon mal vorgelesen, aber ich mache mal hier. Hallo Grantham, danke. Ich würde gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu fünft. Ich vertraue ihnen allen mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag, Joe. Ja.
So, was haben wir jetzt hier noch? Gehen wir runter. ...0180 ist immer noch gleich. Was ist hier passiert? Ich... keine Ahnung. So. Hier wieder ein Zettel. Notiz, wie scheint. Ach, das ist das Skript. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Aber wer hat das hier verwüstet? Wer? Können wir jetzt ins Buch gucken? Jetzt geht's. 4.10. Was? Was zur... So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Sehen wir so. So. Gibt's hier sonst noch was? Mal gucken. Hier noch was machen? Hm? Kein Strom? Jamie! Hier drüben! Okay, ja. Oh. Verdammt, ich dreh durch! Das ist nur Blut. Nur Blut? Nur. Machst du Wetze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Suche nach Dumet. Folge der Blutspur. Willkommen zusammen. Zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl gerade. Oder Dumet hat nur so getan, als würde er fahren. Und er ist aber der Killer, weil es ein Nachfahre von dem richtigen Killer ist. Oder? Ich weiß es nicht. Was ist er denn hier? Auch gern mit dem Schatten. Hit. Hallo. Wundervoll. Auf der Toilette. So. Hörst du das? Mein Herz! Hilfe! Was ist das, Dumet? Bitte! Sind Sie... Alles. Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Das ist wirklich wie Saw. What the fuck? What's happening? Gott, was ist das? Das ist eine Druckfalle.
Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Fuck. Hilfe! Bitte! Hilfe! Rennst du mit? Hilfe! Jamie? Chat, ich brauche euch. Was sollen wir nehmen? Zurücktreten oder bleiben? Ich würde sagen, bleiben. Es kann aber auch nach hinten losgehen. Okay, bleiben. Wir brauchen ihn eigentlich schon, ne? Ja, da ist so ein paar Zentimeter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, nimm meine Hand. Komm schon. Verdammt. Oh. Immerhin ist es nur ein kleiner Kratzer an der Nase. Dumm für denjenigen, der trotzdem tot ist. Also man hätte ihn nicht stoppen können. The fuck? Was habe ich getan? Wir müssen hier weg. Jetzt. Charlie. Weg hier. What the fuck is happening? Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Ja, deine Maske auch. Ja. Lieg ich drauf? Verarschst du mich? Wir sitzen fest. Dumet hat es ja gebaut. Also ich denke, vielleicht ist es wirklich Dumet. Wir sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Wie? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Oh, fuck. Hörst du das? Ja. Okay. Bitte nicht. Ich will nicht, dass sie sterben. Mein Ziel ist es, dass alle überleben. Wie immer. Wir hatten bis jetzt auch nur einen Teil bei Dark Pictures Anthology, wo wir einen verloren haben. Fuck. Hast du einen Kristall gefunden? Mach das nicht! Und mach dich nicht lustig! Sorry, will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und... mach naja, nicht lustig, super magisch. Dass du dich schneidest. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit Schützen... Was ist ein Amethyst, mein Freund? Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Vielleicht hast du recht. Kurz angewohnt, damit geht es mir besser. Vielleicht hast du recht. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Du hättest deinen Traum verfolgen sollen? Wieso hast du es nicht gemacht? Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Die Dinge wurden schon hart für uns. Nein, 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 nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Das warst allein du. Ich weiß. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Hä? Warum redest du jetzt Englisch? Ich...
Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Oh. Mehr hat er nicht gesagt. Wir spielen. Ich Kaderin spielen nochmal. Wollte. Ich wollte. Was willst du von mir hören? Entschuldigung. Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Das ist okay. Du musst nichts sagen. Danke. Wir sollten los. Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab. Haben Sie Dumit gefunden? Charles scheint ganz heiß drauf, mit ihm zu reden, also vielleicht, ja. So. Entschuldigung. Kater sitzt gerade oben, also für euch zum Verständnis, da oben ist mein, da hinten ist mein Kleiderschrank. Und ich sitze gerade oben drauf und putze dich und mach so. Weil er meistens anfängt und möchte irgendwie spielen. Der läuft bitte auch nach hier dem rum und schließt die Türen ab. Dumit? Nach dem Stream. Seine kleine Helfer im gelben Mantel. So. Warte. Oh. Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Die war für ein Teil der Crew. Ist sie das vielleicht ist der Killer? Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Oh, war das seine Schwester auf eine Party? Oder seine Freundin, die gestorben ist? Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Er hat kann sie es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Okay. Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Charlie! Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier. Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... Ah! Ja, bewegt sich nicht. Und was jetzt? Wir sind am Arsch. Es muss einen Weg herumgehen. Aber welches Zusammenhang steht der mit der, die gestorben unbedingt. Ist? Ist das ein Verwandter oder macht er das einfach so? Oder ist er einfach nur besessen? Ich weiß es nicht. Ah, es ist so spannend. Wo ist meine Tür? Natürlich. Was ist los? Gott sei Dank, ich habe das Taschenlampe mitgenommen, ne? Was zur Hölle ist sein Problem? Er war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Marklos liegt ein himmelweiter Unterschied. Gehen wir das mal durch. Du hast Dumit abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Dumit überhaupt nicht getroffen. Also ist er der Typ in der Maske? Stimmt. Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Ja. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Dumit war. Der Typ auf der Fähre war einfach der Typ auf dem Foto eben.
Und der wollte die da haben, weil er mit denen in Zusammenhang stand, weil er zu dem, mit denen auf die Uni gegangen ist. Um Rache zu nehmen. Ah, man kann jetzt schon wieder so viel rätseln. I love it. Aber auch irgendwo Kopfschmerzen. Hallo, werden wir uns jetzt mal einkriegen hier? Tut mir leid, ich rede gerade mit meiner Kamera hier. Hallo, mein Kleines. Ich bin gleich wieder da, hör mal. So. Gesprächs. Katze ist Gesprächs, Arena. Sorry, Chat. So. Hier irgendwas? Nee. Was für ein Wichser! Was? Mauer. Los, weiter. Genau wie Horst. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Ja. Wo ist denn hin? Ich versuche mich zu orientieren. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? Sowas machen diese Soziopathen. Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, oh, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Wo kommt das her? Lügen ist böse. Lügen darf man nicht sagen. Ja, stimmt doch auch. Entschuldigung, ich musste gerade lachen wegen dem Meme. Total unpassend. Okay, let's go. Da liegt irgendwas. Wieder eine Münze. Easy sick. ...26 Münzen. Charlie, komm her! Machen wir's auf. Mir geht automatisch. Nicht da rein. Das ist die Kühe. Oh Gott. Nein, was? Es geht doch nicht da rein. Oh Gott. Geht doch nicht da rein, Homo. Bist du wahnsinnig? Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir sind einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Reißt du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst derer. Du hast recht, natürlich. Natalie Merrill. Die stand auf der Gästeliste. Kannst du irgendwas? Alter. Charlie, die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück! Das habe ich nicht erwartet. Ja! Jamie! Ja! 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 Oh, Scheiße. Charlie? Scheiße.
Und schon sind sie getrennt. Ich weiß, dass da jemand drin war. Das Erin. Ich krieg keine Luft. Das müssen Sie hören. Warte. Leute? Hallo? Hey! Charlie? Die kriegt's auch immer ab, ne? Mark? Jamie? Oh no. Komm schon. Sei kein verdammtes Weichei. Staub, natürlich. In ihrem Asthma. Behandlung von was? Snake? Original Schlangenölsalbe aus bester Königskobra gewonnene Arznei. The fuck? Aber für was denn? Ewiges Leben. Das ist bestimmt so ein Twist. Oh mein Gott. Das ist ein Labor. Oh mein Gott, das ist so... Alter. Das Silver Ash Institute ist das. Oh, was zur Hölle? Oh oh. Die Szene kennst du nicht, okay. Oh oh. Nicht. Nein, zurück. Lieber nicht. Nachher bewegt er sich. Lass es. Lass es lieber. Jamie. Tja, fick dich, Jamie. Wer ist die Süße auf dem Foto, das du hochgeladen hast? Sie ist ja total ein Typ. Du bist echt vorhersehbar. Jamie. Wer? Erin? Bitte. Mein Typ ist eine knallharte Powerfrau und keine scheue Waldkreatur. Wow, Jamie. Sie ist scheu. Sie ist ahnungslos. Sie läuft immer mit einem verlorenen und verwirrten Ausdruck im Gesicht herum. Oh, jetzt versucht er so zwischenmenschliche Dings zu... Okay. Sturm anzufangen. Wow. Nicht drauf eingehen. Noch nicht immer sofort glauben, ne? Also auch mal die Liebe zum vielleicht mal fragen, was das soll. Holmes. Das ist aber an das alte Gebäude, ne? Das sieht man auch. Ich glaube nicht, dass das der Nachbau ist. In dem Abteil hier zumindest. Geheimnis gefunden. Diesmal eine ganze Schachtel. Wollen Sie sich bei mir einschleimen?
Die spare ich mir auf. Was, keine Fragen? Was ist los mit Ihnen, Monday? Sie wirken anders. Oh! Ich sehe das Funkeln in Ihren Augen, Sie kleiner Teufel. Ich bewahre Geheimnisse, Mann. Wir alle haben welche. Der Staatsanwalt will Zahlen aus mir rauskriegen. Wussten Sie das? Natürlich wissen Sie es. Zahlen. Sie haben Holmes für 27 dran gekriegt, aber in Wahrheit waren es fast 200, stimmt's? Stellen Sie sich das mal vor, hätte ich nur Zeit gehabt, seinen Rekord zu schlagen. Die netten Damen aus den Maklerbüros sind Ihnen bekannt. Die haben schließlich Familien. Aber die Zahlen, die der Staatsanwalt hören will, er weiß wohl, dass es da draußen Leute gibt. Außenseiter, Sonderlinge, die Art Leute, um die man lieber einen großen Bogen macht und sie ignoriert. Wem fällt schon auf, wenn die verschwinden? What the fuck? Mein Vater sagte immer, ich solle versuchen, die Welt zu prägen. Ich wusste nie, was er meint, bis ich das erste Mädchen ausbluten sah. Alter. Für mich ist das Kunst. Das ist mein Vermächtnis für diese Welt. Es ist kein Mord, sondern eine ästhetische Antwort auf das, zu dem diese Welt mich gemacht hat. Frag Leute, welche Serienmörder sie kennen. Den meisten werden so 5 bis 10 einfallen. Frag sie nach den Namen der Ermittler, die diese Mörder überführt haben. Niemand wird dir einen sagen. Niemand kennt sie. Keinen interessiert's. Niemand macht Filme über sie. Niemand druckt ihre Gesichter auf T-Shirts. Sie sind allen scheißegal. Ich habe die Welt geprägt. Und sie? Wie krank ist das bitte? Wie krank ist das bitte? Junge, Junge, Junge. Vater Tubak hier. Sehr geehrter Mr. Thompson, warum lassen Sie mich verdammt nochmal nicht in Ruhe? White Oak Elementary School, 10. Oktober 1972. Sehr geehrter Miss Monday, ich versuche bereits seit einigen Wochen, Sie telefonisch zu erreichen. Es geht um Ihren Sohn Hector. Er hat andere Kinder häufig in aggressiver und bedrohlicher Weise angegriffen. Diese Woche bemerkte sein Lehrer während des Sportunterrichts mehrere schlimme Blutergüsse auf seinen Beinen. Sein Wohlergehen bereitet uns große Sorgen. Bitte kontaktieren Sie mich unverzüglich. Glenn Thompson, Direktor. Ah, das war von Mr. Monday, ist quasi der Vater von Holmes. Oh mein Gott. Ufeier, 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 ufeier. So, das haben wir auch geguckt. Guten Tag, guten Tag. Felix, guten Tag. Aaron, hallo? Jamie? Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen, hallo. Aaron, bist du Nein. da? Hallo? Hörst du mich? Was geht hier vor? Was? Du bist in Gefahr, Aaron. Wie kann... Du musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Jamie, was ist hier los? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hör einfach zu. Hör zu. Da drin ist ein Schrank. Du musst da rein. Und zwar jetzt. Wovon redest du denn da? Versteck dich, Aaron.
Wieso sagst du sowas? Was geht hier vor? Aaron, jetzt! Vertrau mir einfach, okay? Mann. Bringt ja eh nichts. Der kriegt uns sowieso. Der kriegt uns das sowieso, wenn er will. Vielleicht denkt er auch so, ja, wir sind mutig und lasst uns wieder gehen wie eben. Das ist ja gerade das Schlimme so. Wenn du läufst, dann denkst du, ach komm, mach eine Falle, aktivier es, aufgespießt. Bei dem weißt du doch nie. Das ist sein Haus, Alter. Was? Egal, ob du jetzt läufst oder nicht. Der kriegt dich so, wenn er will. So, er hat uns in Ruhe gelassen fürs Erste, ne? Nur mal so. Charlie? Umgekehrte Psychologie, Jamie? Nennt man das. Mhm. Hallo! Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Er kam auf mich vertraut. Kate. Sieh mal. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Alter. Ist das widerlich. Der testet jetzt unser Vertrauen untereinander. Deswegen habe ich jetzt auch dieses in den Schrank genommen. Ja, dadurch nachpräpariert als Puppen. Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Entspann dich. Da sehen ein paar Schaufensterpuppen aus wie wir, schräg? Ja. Ein Grund durchzudrehen? Nein. Finde die anderen, untersuche die Schaufensterpuppen. Ich will das nicht. Ich hasse Mannequins. Lass mich ruhen. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Auch die Kette hier. Das sehe ich aber auch nicht wundern, woher weiß. Dass der das weiß, wie der aussieht, ne? Oder wie die aussehen. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat die jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Hm? Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Vorsicht. Oh nein. Ich hab doch gedrückt. Ach, come on. Jamie. Okay. Leute, schleichen könnt ihr gar nicht. Ich hab gedrückt, ich schwör's. Egal. Oh mein Gott. Als die Wand zuging, ich... Hauptsache, du bist okay.
Dumet hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Siehst du? Sag doch was, Dumet. Dumet? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Naja, damit er alles abschrecken kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper. Tup. Scheiße, tup, schalt das ab! Tup. 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 Was war das? Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nee, mein Bruder, das ist ein menschliches Auge. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel! Verschwinden wir hier. Die ist zu. Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dumet? Sie wollen spielen? Kommen Sie raus. Sofort. Spielen wir, verdammt. Ja, ich sag ja, ein Nachfahrer, der hat's nicht mal. I. Tani im Keller. 26. Oktober, 23.52 Uhr. Ja, ist voll das Rückgrat gefallen. Arme Sau. Oh, sorry. Dumet ist halt besessen. Von dem. Aber ihr Lieben, wir hören jetzt auch gleich mal auf. Genau, hier. Ich weiß, es ist gerade mega spannend. Es ist gerade mega spannend, aber ich muss mal aufhören. Weil ich muss noch ein paar Sachen machen und möchte auch noch ein bisschen in Spanien.